Ich würde Karotten, oder? Ne, nicht nehmen. Kleine Stunde Finsternis. Da, kleine Stunde Finsternis. Da besser. Der König von Burg Abendlicht hat mir erzählt, was geschehen ist. Ich glaube, dass die Steinfragmente noch irgendwo herumliegen müssen. Waldmonster könnten einige von ihnen bei sich tragen. Da die kleinen Steine in der Nacht leuchten, haben sie sie wahrscheinlich aufgesammelt. Ihr solltet im uralten Dschungel nachforschen. Ich habe gehört, es soll dort ziemlich gefährlich sein. Für diese Aufgabe seid ihr sicherlich gut genug. Ich weiß, dass du Level 10 bist. Aber jetzt müssen wir erstmal kämpfen. Jetzt hat keiner außer er hier groß von der AOE oder was. Das ist schlecht. Ein Charakter, der so gut wie nur AOEs hat, das wäre doch mal was. Das wäre wirklich ein Charakter, den ich gern haben würde. Vielleicht halte ich ja einen noch im Spiel frei. Ich weiß ja nicht. Ich bin ja nicht Jesus. Ich kann es ja nicht wissen. Lavakugel, und wie soll man die transportieren? Ja, ein Gold. Wow. Reisen. Erbeutet 5 kleine Steine der Finsternis von Monstern. Kämpfen. Oh Mann, wo sind bloß meine Glückswürfel? Oh, mein Bildschirm wackelt oder mein Tisch, weil ich dran rüttel. Oh yeah. Ich dachte schon, da wäre irgendjemand. Oh yeah. Victory. 6 Steine der Finsternis. -2% Schmiedekosten. Hoffentlich weiß der Dorfwelter etwas darüber. Begebt euch nach Stadtdorf. Erstmal schlafen gehen. Wir haben es geschafft. Gut, hopp.
gemacht. Hoffentlich zeigen uns diese Steine, wo wir diesen Magier finden können. Was? Wie will er sich jetzt wie in diesen Fernsehserien rein und rauszoomen, um den Täter und so den Täter finden? Ha, nein. Das hier ist eine Fantasy-Welt, keine Fernsehserie. Konzentration bitte. Der Dorfälteste überprüft die Steine, konnte ihn aber nicht das gewünschte Wissen entziehen. Verzeiht mir, aber ich konnte den Magier mit Hilfe der Steine nicht aufspüren. Vielleicht solltet ihr etwas anderes ausprobieren. Vielleicht findet ihr ja dort draußen irgendwelche Hinweise. Ihr solltet euch zum fernen Dorf begeben. Vielleicht findet ihr dort Informationen. Quest done. Der Dorfälteste hat nichts gefunden. Aber sie schon sagen, hat uns gefunden. Wow, ich verkaufe die. Ist nichts wert. Ja. Wertlose Steine. Und als die Breakdown auf. Bekomme ich einen Gutschein für. Oh, konnte ich nicht mehr lesen. Fernsdorf. Händler. Befreien. Ich möchte ein paar neue Gegenstände kaufen. Wo ist der Händler? Ihr habt sein Zelt durchsucht, konntet ihn nicht. Was? Ihr habt sein Zelt durchsucht, konntet ihn nicht aber finden. What? Das heißt, aber nicht finden. Lol, Schreibfehler. Naja, aber die Entwickler sind ja auch nicht Gott. Fehler können ja passieren. Vielleicht solltet ihr den Schmied fragen, wo der Händler ist. Hey Schmied, hast du den Händler gesehen? Als ich ihn das letzte Mal sah, sagte er, er wäre unterwegs zur Teufelshöhle, um dort einiges Handwerksmaterial zu holen. Aber das war vor 2 Tagen. Vielleicht ist er dort in eine Falle geraten. Oh nein. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Was? Wollte ich darüber oder darum sagen? Warum habe ich darum gesagt? LOL! Um den Gegenstand Händler zu retten, müssen alle 4 gegnerischen Angriffswellen besetzt werden. Patsk. Flatschk. Flutscht. Knitscht. Zack. Reis. Oh yeah, Reis. Victory. Dark Victory. Na 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 na. Oh nein, Schleime. Oh nein. Oh nein. Wie schlimm. Spalten. Zorn der Bestie. Wie die nur ein Auge haben. Oh ja, wenn ihr gerade irgendwas gehört habt, so von meinem Headset oder so, wie ich es eventuell kurz schnell weggerissen habe, sagt daran, da gerade jemand hochgekommen ist. Und so wie ich weiß, war es mein Bruder. Und da wollte ich halt bloß mal hören, wer da hochkommt. Lol. Ach, es sind ja 4 Wellen. Stimmt ja. Und darum habe ich schnell mein Headset vom Kopf gerissen, um zu gucken, wer da. Nicht um zu gucken, sondern um zu hören, wer da kommt. Ganz einfach. Denn das mit dem Aufnehmen ist bei mir immer so eine Sache. Wenn ich Pech habe, werde ich immer gestört. Und das mag ich auch gar nicht. Her mit dem Gold. Oh yeah. Ihr habt euren Schäfchen gefunden, bringt es zum Schmied.
Händler. Ihr habt es geschafft. Jetzt kann ich zurück an die Arbeit. Danke. Bis dann. So, der Händler ist wieder da. Und ich habe eine Karotte bekommen. Jagd Fledermaus. Escorte Kind. Jagen wir Fledermäuse. Anscheinend habt ihr ein bisschen zu viel Spaß gehabt. Ich werde diese Monster beschwören und sie euch angreifen lassen. Da kann ich auch Spaß haben. Hey, hey, beruhig dich. Meine Monster greifen euch an, verteidigt euch. Bitte nicht schummeln. Wie sich das anhört, das ist einfach so richtig arschlochmäßig. Ich beschwöre jetzt diese Kolonne Monster. Ihr müsst gegen sie kämpfen, damit ich auch mal was Spaß habe. Victory und 3 Gold erhalten. Meine Monster greifen euch an, verteidigt euch. So. Sieht so aus, als müsstest du dir schon was Besseres einfallen lassen, um uns zu stoppen. Keine Sorge. Böses Lachen. Quest done. Fähigkeitspunkt. Ach, oh, stimmt, der hat er noch nicht. Und Kind. Wo plötzlich hört ihr ein seltsame Geräusche. Was ist denn da los? Ich würfe mal auf Wahrnehmung. Ich drück zudem gerade noch einen Pickel aus, also. Ich will. Würfelt Wahrnehmung. Wow, feine 20. Ihr hört ein Kind weinen. Juhu! Lass uns herausfinden, woher das kommt. Schlacht! Und komischer Smiley. Hallo Kind. Sind wir uns nicht vor einer Weile im Startdorf begegnet? Schlacht. Ja, ich will zu meiner Mama. Ich will nach Hause. Okay, wir bringen dich zurück. Bleib dicht bei uns. Los geht's. Reissuch nach Stadtdorf. Oh mein Gott, ich muss verteidigen. Die Gruppe wird angegriffen, Kind muss beschützt werden. Wow. That was amazing. Und nicht nochmal verlaufen. Schaut, versprochen. Frau, ihr seid so mutig. Quest dann. Brauche ich nicht. Die Karotte behalte ich zumindest. Für 100 Gold kann ich mir das Ding kaufen, okay. Als Einzelkämpfer kommt man nicht weit. Man muss schon in einer ausgewogenen Gruppe spielen.
Verzauber, könnt ihr dies dem König verbuckt Abendlicht bringen? Er könnte wissen, was damit zu tun ist. Klar, warum nicht? Reisen. Verdammt, 2 Gold. Wow, Kampf gegen Rattenschummel, das ist sehr schwer. Ja, 2 Gold. Reisen. Auf geht's. Oh mein Gott, wir werden angegriffen. Von bösen, von tollwütigen Wachen. Feuerball. Ist zu OP geworden. Von der Bestie. Boom, Hammer der Gerechtigkeit. Nein Gott. Ruht euch aus, solange ihr es noch könnt. What? Sollte ich da nicht erst mit dem reden oder so? Frühstückszeit. Okay, dann auf zurück zum Startdorf. Ich kenne diesen Ort. Ihr seid zurück. Danke für eure Hilfe. War eigentlich recht einfach. Wir haben nur ein bisschen Gold fürs Reisen ausgegeben. Das war's. Juhu. 16 Gold und ein roter Zielaugenapfel. Aber, ich würde sagen, das war auch schon wieder lang genug. Wir sind jetzt bei Tag 102 und waren zuletzt bei Tag 28. Und darum würde ich sagen, Spiel speichern und beenden. Also Leute, das war's mal wieder. Also, natürlich, bewertet den Part, je nachdem, wie er euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls auch ein Abo da. Und Sun Bros, praise the sun. Yo!